Amelia Elizabeth Dyer wurde im Jahr 1837 in England geboren. Sie war das jüngste von 5 Kindern und wuchs in einem kleinen Dorf nahe Bristol auf. Sie lernte lesen und fand großes Interesse an Literatur und Poesie. Durch eine Geisteskrankheit war die Mutter der Familie sehr gewalttätig. Als Amelia 11 war, starb diese. Von da an lebte sie bei ihrer Tante in Bristol und machte eine Lehre als Korsettmacherin. Mit 24 Jahren heiratete sie einen Mann, der mehr als doppelt so alt war. Auf der Heiratsurkunde gaben beide ein falsches Alter an. Sie wurde Krankenschwester und Hebamme. Nachdem sie gegen Bezahlung Kinder dauerhaft in Pflege nahm, heiratete sie erneut und bekam selbst 2 Kinder. Die Pflegekinder vernachlässigte sie zunehmend, bis sie starben. Später tötete sie diese Kinder allerdings schon kurz nachdem sie sie erhalten hatte. Die zahlreichen Todesfälle führten zu einer Verurteilung wegen Vernachlässigung. 6 Monate Zwangsarbeit wurden ihr auferlegt. Diese Erfahrung führte zu weiteren mentalen Krankheiten. Alkohol- und Opiummissbrauch erleichterten ihr immer wieder das Untertauchen. Sie nahm ihre Arbeit als Kinderpflegerin wieder auf. Als sie drohte aufzufliegen, versuchte sie sich mit einer Überdosis Opium das Leben zu nehmen. Im Jahr 1896 wurde sie schließlich verhaftet. Sie plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit wegen Wahnsinns. Dennoch wurde sie zum Tode verurteilt. Man vermutet, dass sie 200 bis 400 Kinder ermordete. Am 10. Juni 1896 wurde sie gehängt.